Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge RF4 auf meinem Kanal. Wir sind heute am Fluss Belaya und wollen mal schauen, was uns hier erwartet. Wir haben noch ein paar Köderfische von der Folge von gestern und vorgestern. Und die würde ich hier auch gerne mal testen, um zu schauen, ob da auch was drauf geht. Seid mit dabei, lasst ein kostenloses Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Unterstützt so den Kanal, schreibt in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, starten wir auch schon durch. So, ihr kennt den Fluss Belaya. Stehen wir ja hier vorne in der Ecke. Und da würde ich auch wieder hinlaufen mal. Da waren wir, ach Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange schon nicht mehr. Hier waren wir schon. Genau, hier standen wir immer bei dem ganzen Gras und alles. Aber wir schauen einfach mal. Wir schmeißen mal den ersten Köderfisch mit Laube hinein. Und gucken mal, was dort passiert. Das, ach, meine Happy Hour ist vorbei. Schade drum. Naja, egal. Auch hier den ersten Fisch, Köder oder die nächste Route mit den Kaulbarsch. Wir nehmen uns unsere Corona und legen uns die auf. Oh, was geht denn da jetzt ab? Leute, wusstet ihr das? Ich wusste es nicht. Die Route lag doch gerade eben erst drin. Und es sieht schon mal nicht nach klein aus. Was haben wir dort? Ein Zander? Ist das jetzt echt ein Zander? Ein Zander mit 2 Kilo am Fluss Belaya. Ein Traum. Ein Traum ist das. Wir werfen direkt wieder hinaus. Es ist die Frage, machen wir überhaupt die Corona-Start klar? Wir machen sie start klar. Und zwar gehen wir da aber wieder auf Kunstköder. Und wir haben ja noch die ganzen Kunstköder hier. Oh. Schicke, schicke. Und zwar hier. Na. Den können wir verwenden. Mit knapp 3 Gramm. Warum können wir dich jetzt nicht verwenden? Was hast du für ein Problem? Was fehlt dir? Haken ist leer. Da ist, wenn wir einen rausschmeißen, kriegen wir Fische, die beißen, aber wir sie nicht fangen können. Ja gut, auch nicht schlecht. Dann nehmen wir hier den nächsten. Welchen hätten wir denn da noch? Inja. Haben wir da einen Haken dran? Da haben wir einen Haken dran. Benutzen. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an und schauen mal, was da passiert. Bremskraft. Einholgeschwindigkeit auch runter. Ich glaube, so auf 12 waren wir immer. Leute, da haben wir schon wieder den nächsten. Wir ziehen mal an und schauen mal, was es wird. Also hier auf Köderfisch kann ich sagen, das läuft schon mal. Allerdings, wenn nicht ein Barsch wäre. Aber egal, gut, jeder Fisch zählt. Wir nehmen jeden mit. Und dann werden wir auch mit unserer Corona hier mal wieder angeln. Müssen wir hier nur mal eben die Geschwindigkeit wieder einstellen. So, dass es schön wieder am Flattern ist. Na? Oh, mit Geschwindigkeit 36. Okay. Da haben wir auch den ersten Fisch. Bremse können wir ein bisschen höher. Und es ist eine europäische Esche. Ei, was für ein schöner Fisch, oder? Was sagt ihr?
Also ich finde ihn einfach nur klasse. Und direkt wieder hinaus damit. Und wir versuchen weiterhin unser Glück. Ziehen immer mal so ein, zwei Meter. Und lassen ihn dann noch mal absinken. Meistens haben wir dann noch mal einen Biss. Aber war es einfach nur ein doofer Zufall? Was meint ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Na? Da holen wir sie auch lieber direkt raus, bevor wir da im Gestrüpp hängen. So. Oh, das erste Mal die Route gebimmelt. War das nur der Kaulbarsch? Also ich bin gespannt. Also Zander habe ich hier noch gar nicht gehabt. Das war der erste Zander, den ich hier am Fluss Balaya fange. Oh, nein, jetzt hängen wir da fest. Nein, ich werde ihn garantiert nicht abschneiden. Eher reise ich hier neu hin. Hallo. Kann es doch jetzt nicht sein. Nein. Nicht den Haken. Aber eigentlich müsste ich doch da hinkommen per Fuß, zu Fuß. Na komm schon. Okay, meine Freunde, das hat sich dann mit der Route erledigt, mit der Corona. Wir haben jetzt nur noch zwei Routen, die wir hier zur Verfügung haben. Ich würde einfach sagen, ich reise mal eben neu hier hin. Wenn wir jetzt keinen Fisch dran haben. Da haben wir aber irgendwo einen dran. Da haben wir einen dran. Und da ziehen wir auch nochmal ordentlich an, weil wir haben leicht bewegt. Dann holen wir eben schnell den Fisch raus. Dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn ihr... Ah, und wieder ein Zander. Sehr schön. Eieieiei. So, was haben wir denn da? Da haben wir jetzt nichts dran. Okay, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich wieder. Bleibt dran, bis gleich. So, meine Freunde, da sind wir auch wieder da. Für euch wart jetzt einen kurzen Augenblick nur eigentlich. Klack und klack und da sind wir wieder. Für mich war das jetzt gerade etwas länger, da ich dann komplett einmal neu joinen musste. Aber da ist mir auch nichts für euch zu schade für. Das mache ich doch gerne. Und dann gehen wir auch direkt wieder rein. Wir gehen jetzt aber hin und werden hier die Route mit den Lauben benutzen, beide Routen. Und schauen mal, was dann dort alles passiert. Wir lassen mal kurz noch die Route mit dem Kaulbarsch weg und werden hier wieder mit der Corona arbeiten. Da haben wir sie nämlich wieder. Ich bin gespannt. Und da haben wir auch direkt den nächsten Fisch. Das geht ja jetzt hier echt flottidat. Na, was haben wir da? Wieder eine kleine Esche. Sehr gut. Bin ich gerne dabei. Wenn wir davon 50 Stück haben, bin ich sehr zufrieden. Aber das werden wir noch sehen und auch erleben. Da schauen wir mal. Na, warum flattert jetzt unser Spinner nicht? Jetzt flattert der Spinner. Ich bin gespannt.
Wenn das jetzt so durchgeht mit den Nachrichten, dann kann das nur wieder unser Oleg sein und uns Köderfische schicken. Aber nein, okay. Obwohl, was hab ich gesagt? Ich kann es gerade nicht glauben. So. Wir spinnen mal hier ein bisschen weiter. Aber wisst ihr, was ich hier noch gar nicht ausprobiert habe? Ich habe hier noch gar nicht mit einem Jig versucht. Und das werden wir jetzt einfach mal tun. Ich bin gespannt. Ich habe es noch nie versucht hier. Oh. Wir werden auch mit der Köderfische gleich nochmal auf der anderen Seite gehen. Und dort mal versuchen. Mal gucken, was wir dann dort fangen. Aber ihr seht selber, es ist doch schon was anderes, als wie wenn wir jetzt so sind. So. Jetzt schauen wir hier nochmal durch. Also mit Jig ist hier gerade gar nichts. So wirklich. Aber ich denke auch mal, weil wir uns in der Nacht befinden, ist das hier schon ziemlich schwierig mit der mit den Fiedern, das haben mit der Jig-Route, das habe ich ja schon oft genug hinter mir gehabt. Ich bin mal gespannt, was da jetzt. Oh, da geht aber die Route hier. Aber da ist nichts. Das ist schon mal ganz in Ordnung. So, und dann gehen wir einfach mal auf der anderen Seite und schauen mal, was wir dort haben. Wo haben wir denn hier eine schöne Stelle? Ich würde sagen, einfach hier mal quer hinaus. Zack, einfach bis dort hinten hin. Egal, und auch hier mal mit Gaulbarsch. Und auch wieder hinstellen und dann die dritte Route. Auch mit Köderfisch hinaus damit. So. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Na, können wir abstellen? Wir können abstellen. Wir straffen mal ein bisschen die Schnüre. Und dann würde ich auch sagen, ich hole euch gleich dahin zu, wenn was gebissen hat. Umso mehr können wir auch in dieser Folge reinpacken. Und ihr seht dann auch mehr. So, ich bin wieder zurück an der alten Stelle, nur etwas weiter nach außen hingegangen. Und auf Kaulbarsch haben wir jetzt hier einen Biss gehabt. Der war einfach nur binsch, ging die Route nach unten und da war der Biss da. Ich bin gespannt, was es wird. Es sieht mir aus wie, na, was ist es? Timen. Leute, das ist unser erster. Hab ich noch nie vorher hier gefangen. Das ist doch ein Traum. Also das habe ich ehrlich noch nicht erlebt. Wunderschöner Fisch. Hätten wir uns vielleicht ein bisschen länger auch angucken können. Ja, ich weiß. Ich habe es verpennt. Habt ein bisschen Nachsicht. Wir sind aber, oder ich bin der Hoffnung, das war vielleicht nochmal einen zweiten Fang. Wir können ja mal kurz gucken, wie groß die hier so sind. Da haben wir sie. Oh, au, au, oh, okay. Also bis 26 Kilo können wir. Oh, au, au, au. Wo dies Jahr, der letzte dies Jahr, am 1.8.23 wurde auf dem Gründling gefangen. Ich bin gespannt. Oh, da haben wir doch einen Zupper gehabt. Auf Laube.
Da geht die Route auch schon wieder, aber das ist wohl nichts. Können wir ja nochmal dran zupfen. Wir können hier nochmal eine Laube zupfen. Zupfen wir auch hier nochmal eine Laube. Ah, das lassen wir jetzt mal. Weil meistens habe ich ja Pech. Da dann da doch ein Biss war. Haben wir jetzt hier einen Biss? Wo hatten wir den Zupfer? Ich denke mal, werden wir gleich mal eine andere Glocke dran machen an eine Route. Nee, brauchen wir nicht. Machen wir nicht. Jetzt geht die hier auch auf Wanderschaft, aber da wird nichts dran sein. Also meine Freunde, ihr seht es ja selber, also die besten Erfolge mit Köderfisch hatte ich bislang Anesura. Es kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich Anesura natürlich den ultimativen Spot gefunden habe. Da geht schon wieder los auf Kaulbarsch. Na, oh, das sind aber härtere Schläge. Was haben wir da? Oh. Da ist aber... Da will er aber, wa? Der hat so leicht Bock, würde ich sagen. Und was haben wir da? Ein Zander. Ein Zander, wieder mit 2,6 Kilo. Sehr schön. Und damit stehen wir auch definitiv wieder im Chat drin. Das ist doch auch was Herrliches. Dann wissen wir doch, dass der ordentlich Geld bringt. Und jetzt geht die nächste Route schon wieder los. Hier ist was Kleineres dran. Ich bin gespannt. Und es ist ein Barsch. Es ist ein Barsch. Ja gut. Auch das darf es mal hier sein. Ah. Ja, versuchen wir mal nicht so weit raus. Ich weiß es nicht. Auch wenn ihr hier wisst, wo hier ein guter Spot ist. Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder benutzt die E-Mail in jedem Video. In der Videobeschreibung ist die E-Mail-Adresse drin. Da könnt ihr gerne Spots reinschicken. Da könnt ihr auch gerne reinschicken, wie ich das nächste Mal angeln soll. Wo ich mich mal hinstellen soll, mit welches Equipment und welches Setup. Schreibt es da rein. Ich probiere es gerne immer wieder aus. Ihr könnt auch gerne einen Screenshot von eurem Setup machen. Mir das als Bild mit anhängen und zukommen lassen. Würde ich mich riesig drüber freuen. Und dann werden wir mal eure Sachen ausprobieren. Das würde ich ganz gerne jetzt so zu jedem Advent machen. Ab jetzt, das heißt, das werden wir wohl... Ja, so wie ihr mir die Zuschriften macht, so werde ich es mal ausprobieren und werde dann auch die Aufnahmen so starten. So, jetzt haben wir in den frühen Morgenstunden hier und wir sehen mal wieder, dass so war gerade wieder mal so gar nichts so wirklich läuft. Also, es muss hier reinhauen, die Routen müssen krumm sein, dann kriegen wir auch die Brocken wieder raus. Na? Aber ihr merkt die Stille. Es lübt grad ja nix. Es lübt grad ja nix. Warum lübt hier nix? So doof es sich anhört, noch nicht mal die Barsche lüppen. Das ist mau. Mau ist das. Nicht mau mau, sondern mau.
diese verdammte Mau. Wir versuchen das jetzt hier nochmal einen Moment. Ansonsten werden die Köderfische, bevor sie schlecht werden, in der morgigen Folge an eine Sura verangelt. In der Hoffnung, dass wir dann da nochmal ein paar schöne Steinschill bekommen. Oder vielleicht auch den ein oder anderen Zander. Wir könnten ja eigentlich auch mal so hier hinauswerfen. Wisst ihr was, dann machen wir auch einfach mal. Dann haben wir wenigstens alles einmal so durchgetestet. Zumindest was hier hinten so die Ecke angeht. Klar, wir könnten da noch mehr testen, aber dafür ist die Zeit gerade nicht so gegeben. Wir machen hier einfach mal einen Kaulbarsch dran und dann werfen wir mal dort hinaus. So. Auch hier können wir noch mal ein bisschen dran zuppeln. Obwohl die Route gefällt mir gerade gar nicht. Ist aber nichts dran. Da geht die Schnur schon wieder ab. Aber nix. Hier spannen wir auch mal nach. Aber es ist nicht am Flattern. Gar nichts. Ich würde sagen, ich schalte euch gleich wieder da hinzu, wenn wir den nächsten Fisch dran haben. Also bis gleich. Und da haben wir doch schon wieder einen. Da ist er. Wir schauen mal nach, was er ist. Und ich bin gespannt, was es wird. Na, wird das noch ein Exot? Es ist noch ein Exot. Und ja, ich würde sagen, meine Freunde, mit diesem wunderschönen Fisch, mit dieses Bild, würde ich mich von heute verabschieden, von der heutigen Folge. Guckt mal, wie schön er am Glänzen ist. Was er für ein schönes Maul hat. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen an der Sura wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst ein kostenloses Abo da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Unterstützt den Kanal. Bis dahin, danke und tschüss.